Aber ich kacke, wenn der Akku leer wird. Ach. Vorführeffekt. Egal. Hallo! Willkommen zu einem Video. Heute ist mal wieder ein schönes Thema dran, rund ums Dampfen. In meinem Fall ist heute Shake and Rape. Dampfbossi! Nummer 6. Ich habe wieder nachgekauft. Ich habe auch schon die anderen 5 probiert. War begeistert. Heute werde ich mal die 6. probieren. Mal gucken, wie es schmeckt. Vorfreude ist groß, weil ich bin selber überzeugt von Dampfbossi. Das, was die anderen 5 gesagt haben, da schon mal ein großes Daumen hoch. Danke, Dampfbossi. Seit heute ist mal das Thema dran. Soll schmecken frozen Melonenmix mit Minze. Also gekühlte Melone mit einem Schluck Minze drin. Auch das ist bei Essen rumzukurven. Das werde ich mal überlegen, ob man das nachmixt. Aber erstmal gucken, wie das schmeckt. Und dann kann ich immer noch entscheiden. Auch hier sind 20 Milliliter Aroma drin. Rückenrest mit Base-Off-Kappe. Deckel zu, schütteln, fertig. Auch hier, wie ich immer sage, mindestens 14 Tage ziehen lassen. Das ist so Standard, was ich immer mache. Manche kann man sofort dampfen, aber ach, eine gewisse Reifezeit brauchen sie alle. Das wäre wie immer, 14 Tage Reifezeit, man ist gut mit bei. Auch hier habe ich es gemacht. Auch hier mal wieder eine 70-30 Base drin, 3 Milligramm Nikotin. Minuspunkt sind diese scheiß Flaschen. Ja, man geht immer so beschissen auf, also wenn ich hier was nachkippe. Vorteil ist, man kann den Schniepel rausziehen und dann aushebeln mit dem Schraubenzieher, aber das macht immer keinen Spaß. So gibt man die nicht auf, ja, und das gefällt mir nicht so. Aber alleine der Geschmack ist schon sau gut, deswegen bin ich mal begeistert. Man macht es nur immer auf, ja, zum nächsten und danach nie wieder. Vielleicht kann man auch was anderes erfinden. Wir schauen mal, was die Zukunft so bringt. Da wollen wir mal direkt anfangen. Das ist Wassermelone mit drin. Also bei Melonenmix ist Wassermelone, wie ich das gerade drauf schmecke. Die Minze ist gut mit bei, mit der leichten Frische. Das stimmt sogar schon mal. Auch schon süßlich gehalten. Staunig. Also sowas bin ich zwar angetan. Ich bin mal gespannt, was jetzt hier dabei rauskommt. Melone, frische Melone riecht man auch sofort. Das war richtig geil. Schmeckt ziemlich frisch. Ich bin gespannt jetzt, was hier bei rauskommt. Hui! Dann zum Wohl. Prost. Ich probier's. Ja, Melone schmeckt mal raus. Kühler ist drin. Und die Minze kommt gut hinterher. Bei Melone, ich glaube, das Honigmelone ist mit Wassermelone. So aus in die Richtung. Zumindest Melone an sich schmeckt man raus. Gar nicht mal so schlecht. Wassermelone. Ja, eindeutig. Hat doch eine leichte Süße drin. Das passt. Für den Sommer würde man sagen, geeignet. Okay, Winter auch, aber im Winter durch die Frische. Weiß ich nicht.
Meiner, bei mir ist das fast egal, weil ich stampfe alles oder vieles. Das eine schmeckt schlechter, das andere besser. Außer also das ist mal mit vorne mit bei. Das Fest ist das Beste von allen. Die anderen haben mal was besser geschmeckt, aber man kann es auch dampfen hier. Also da hoch. Beim Schnurch war gut. Ich bin mal gespannt, was da als nächstes rausbringt. Bei Dampf. Davorum. Was Dampfbassi nächstes Mal wieder rausbringt. Schmeckt gut. Leichte Frische, leichte Melone. Starke Melone, nicht leicht. Melone im Vordergrund, die Kühle im Hintergrund. Leicht minzig. Auch hier wird man sagen, wieder passt wie Arsch auf einmal. Daumen hoch. Hatte mal wieder gut gemacht. Danke, Dampfbossi. Mach weiter so. Ich bin begeistert. Umso mehr ich dampfe, umso mehr gefällt mir das. Ich will schon mal was nachkippen und mal weiter probieren. Das wird jetzt mal wieder. Ich bin raus. Mal wieder kurz und bündig. Wer Langeweile hat, kann mal gucken. Unten ist ein Link. Von Lost Place, von Adventure Buddies Deutschland. Wenn man Lust hat, mal reinkicken. Ist halt interessant. Oder halt bei mir ist noch Filme drin. Immer so. Tipp am Rande. Ich würde sagen, vielen Dank nochmal, wer es euch gemacht hat. Könnt gerne ein Abo da lassen. Ich würde sagen, ich wünsche euch schon einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, wie auch immer. Ich verabschiede mich, sag schön tschö, auf Wiedersehen, bye und bis dahin, bis bald und gut Dampf.